Und ich hatte ja gesagt beim letzten Mal, wir wollen diesen netten Herrn, dem wir eine höhere Bestrafung aufs Auge gedrückt haben, mal verfolgen. Mal gucken, was passiert. Nicht viel. So, die werden, ach so, weil wir ja gerade auch in der Durchsuchung sind. Aber ich habe ja gesagt, er soll in der Einzelzelle, ne? Wir folgen ihm. Er ist müde und stationiert, der arme Polizist. Habe ich eigentlich schon Hallo gesagt? Ich bin so mittendrin wieder rein. Hallöchen und herzlich willkommen zu Prison Architect, falls ich es nicht gesagt habe. Ich bin ja auch schon etwas älter, ich vergesse das immer. So, wo willst du hin? Hatte ich nicht gesagt, bestrafen Einzelhaft? Hatte ich gesagt, ne? Och Mann, Spiel. Ist denn jetzt schon wieder? Die machen nur Kacke hier, ehrlich. Was ist denn jetzt hier mit meinem Robinson? Ihr lauft jetzt aber nicht quer durchs Gefängnis, oder? Ihr Idioten. Komm, hier sind Einzelhaftzellen. Oh, na gut, die heben wir wieder auf. Wir benutzen ja eh nicht mehr so viel Einzelhaft, also insofern. Wir folgen, wir folgen, wir folgen. Spannend. Ne, was ist das spannend? So. Am besten bitte in die hinterletzte Zelle. Das wäre mir am rechtesten. So, was können wir denn? Was? Jetzt ist aber gut hier. So, wie kann ich den denn jetzt? Wie kann ich den denn jetzt? Geschätzte Rückfallwahrscheinlichkeit, Bestrafung, Sicherheit, fühlt er sich super. Gesundheit geht so. Unterdrückt. Sehr gut. So einfach ist das. Jetzt ist er mein Informant. Und jetzt beenden wir die Bestrafung, haben wir ja gesagt, ne? Ja, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen und eine Razzia. Das wäre vielleicht. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Und wir haben ja nur fast 2000. Plätze, die durchsucht werden müssen. Ich habe gesagt, Bestrafung beenden, oder? Habe ich gesagt. Er ist ja jetzt unser Informant. Wir haben unseren ersten Informanten. Schön, das freut. Dann machen wir die Zelle doch wieder hier zu, weil wir haben ja, also nochmal, wir haben ja jetzt genug, ne? Hier ist unser Informant. Wo wird er denn hingebracht? Da ist eine Zelle, okay. Ist wieder freigelassen, er ist wieder frei und kann wieder Dinge tun. Sehr gut. Ja, die haben noch keinen Kantinenzugang, das war ja allgemein bekannt. Den Gemeinschaftsraum haben wir auch eingerichtet. Zack. Da könnte allerdings noch ein bisschen Parkett rein. So. Was brauchen wir denn noch? Personalraum wäre nicht schlecht und eine Schule wäre nicht schlecht, ne? Brauchen wir sonst noch irgendwas? Also wir haben hier keine Einzelhaftzellen. Da müssten wir vielleicht mal welche von abtrennen.
Kantine müssen wir noch machen, Küche müssen wir noch machen. Dusche brauchen wir hier nicht, weil jeder hat seine eigene. Hof müssen wir noch festlegen. Lagerraum haben wir nicht. Lieferraum. Ja, aber. Finde doch mal was. Na gut, machen wir. Wir sind mitten in der Razzia und machen noch eine Toiletteninspektion. Jawohl. Aber das ist natürlich hier gefährlich, ne? Ja. Was wollte ich denn machen? Bei Personalraum können wir theoretisch hier unten auch was abtrennen. Was hatten wir denn noch? Also Werkstatt haben wir, Hinrichtung brauchen wir nicht, Sicherheitsbüro, Büro. Nee, Besucherraum, Wäscherei haben wir, Gemeinschaftsraum haben wir. Krankenstation braucht man noch. Stimmt. Dann lass uns doch hier eine Krankenstation rausmachen. So. Wäscherei, Putzmittelschrank könnten wir durchaus gebrauchen. Ja, eine Kapelle wäre auch nicht schlecht. Wo soll das denn alles hin, Mann? Nicht zum Aushalten. Was ist denn, wenn wir hier eine Kapelle hinmachen? Wäre das was? Dann bräuchten wir... Was brauchen wir denn? Krankenbetten. Nee, ist blöd. Das ist ja wieder gequetscht hier. Widerlich. Naja, egal. So, was will die denn noch haben? Also nur Krankenbetten, ne? Das haben wir. Hier Gemeinschaftsräume brauchen keinen Metalldetektor, während der hier tatsächlich wieder einen bekommt. Da. So, nochmal eben gucken beim Strom. Seht ihr, da fehlt nämlich der Strom. Den ziehen wir jetzt auch nochmal sicherheitshalber durch. Zack, sehr gut. So, und in die Kapelle muss irgendwas mit Gebet. Da war doch hier mit Altar. Und dann brauchten wir hier Kirchenbänke. Ist halt ein bisschen kuschelig, aber ich meine, das in der Moschee mal gesehen zu haben, dass die alle so nah beieinander sitzen. Ich weiß nicht, hätte ich das jetzt rumdrehen müssen? Beten die in die falsche Richtung? Das könnte natürlich sein. Oh, das könnte natürlich sein. Das will ich natürlich nicht. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, wie unser Gefängnis ausgerichtet ist. Insofern. Aber wir wollen natürlich, dass sie zum Altar beten. So, machen wir einfach mal so. Komm. Kirchenbänke, Altar, Gebetsmatte. Alles drin, alles dran, alles drum. Hervorragend. Strom wird gebaut. Dann haben wir das. Dann wollte ich das hier machen für Küche. Autospeicherung, ja. Wobei wir natürlich auch so machen können, dann können wir hier nämlich doch noch einen Putzmittelraum hinmachen. Weil die Küche muss ja auch nicht so riesig sein, ne? So. Ja, lassen wir offen. Ist ja nicht so tragisch. Dann können wir hier allerdings... Ja, ist nicht so richtig sauber geplant, nicht?
Da machen wir ein Loch rein. In ein Löschlein. Ne, wo? Hier muss natürlich, wie immer, ich gehe mal ein bisschen näher, auch Licht rein. Man will ja seinen Gott auch sehen. So. Hier muss auch Licht rein. Die haben die Lücke schon gebaut. Ja, was seid ihr heute wieder zügigst? Zack! Mörder, oder? Fehlen natürlich die Türen, gar keine Frage, aber naja. Wir versuchen es mal in der türlosen Variante. Ja, dann hätten wir das Gefängnis doch relativ gut schon wieder eingerichtet, ne? Macht doch bis jetzt einen guten Eindruck. Was macht denn unser Ström? Oh, er hier. Er macht mir ein bisschen Sorgen. Er ist ein wenig überfordert. Wer ist denn das? Also ihr merkt, ne? Der Bereich hier ist schon ziemlich am Limit. Er könnte noch ein bisschen. Was könnten wir denn wegnehmen? Aber ich will nicht den ganzen Pater noch dran sitzen, glaube ich. Oder will ich das? Dann müssten wir hier sozusagen trennen. Aber es ist ganz schlecht, wenn hier noch eine Küche dran kommt. Ich glaube eher, dass er dann auch ausfällt. Das ist jetzt aber nicht so gut. Hat jemand mal schnell einen Plan B? Verdammt. Na gut, hier hinten ist noch Platz. Also hier können wir natürlich noch einen dran setzen. Aber das ist jetzt doof. Irgendwie. Da hätte ich jetzt aber nicht mit gerechnet. Ich brauche mal ein Fundament. Haben wir noch genug Geld? Was brauchen wir denn? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, also mindestens 7. Mit Wand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus Wand 8. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Dörschen hin. Dann lassen wir die mal bauen. Und hier müssen wir... wieso hat der denn schon wieder keinen Strom? Ich habe das... Habe ich das nicht... Nee, habe ich nicht durchgezogen. Alles klar, dann will ich wie immer nichts behauptet haben. Ja. Dann müssen wir das mal irgendwie einrichten. Wie macht man das denn eigentlich mit dem, ihr wisst schon hier, mit dem. Überwachungsmonitore? So, mein Freund. Also ein bisschen Verdacht hat er, ne? Mal gucken, was er uns sagt. Es dauert halt immer so ein bisschen, bis er dahin gebracht wurde. Gucken, was passiert.
ist nicht so gut. Ah, einen Löffel gefunden, mein Freund. Ja, komm, jetzt geh mal raus hier. Dich werden wir aber mal schön mit Einzelhaft bestrafen, du. Und ihr wisst, was das bedeutet. Unser zweiter Informant. Ich bleib dran, denn wir haben die 15 Minuten schon wieder rum. Und werdet beim nächsten Mal sehen, wie wir einen neuen Informanten bekommen haben. Mit dem wunderschönen Weg in die Arrestzelle verabschiede ich mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.